Willkommen zurück, liebe Freunde, auf Phuket24 aus eurem Urlaubschannel hier aus Thailand. Ja, und es geht hier weiter und weiter und weiter. Wir sind in Patong heute. Großes Harley-Davidson-Treffen hier in Patong. Ich weiß nicht, wie viele Motorräder, wie viele Harleys hier unterwegs sind. Bin ich wirklich ein großer Motorrad- und Harley-Fan, aber es ist ein Ereignis, was hier so die Gemüter bewegt und ja, ganz Patong im Ausnahmezustand. Ihr seht, wunderbares Wetter. Ein Kreuzfahrtschiff haben wir hier. Die Leute sind hier ja am Chillen noch und jetzt wollen wir mal schauen, was letztendlich hier bei dem Harley-Treffen geboten ist. Und da gehen wir jetzt mal rein ins Getümmel und schauen uns mal den ganzen, ja, das ganze Event mal an. Hier sind wir jetzt erstmal am Start und laufen mal los und schauen mal genau, wo das Event stattfindet. Ihr seht hier sehr, sehr viele Roller. Das hat natürlich nichts mit den Harley-Treffen heute zu tun. Phuket und Patong und Thailand überhaupt ist natürlich mit Roller voll bis zum geht nicht mehr. Und schaut euch mal an, was hier heute los ist. Also die Touris verlassen so nach und nach die Insel, die Saison ist vorbei. Aber ihr seht es ja selbst, hier ist Action angesagt, hoch 10. Und ja, berittene, hätte ich fast gesagt Polizei, aber ist es wohl nicht. Bin auch noch so ein bisschen überfragt, was hier genau los ist. Aber wie gesagt, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. So, hier ein Kollege hat mich aufgeklärt, eine Sicherheitsaktion, hier werden gratis Helme verteilt. Tolle Geschichte, wie ich finde. Ja, und jetzt schaut mal ein bisschen mit rein und dass ihr mal seht, was hier so genau los ist. Viele Fotografen auch hier, also das Event ist dann doch sehr, sehr angesagt hier auf Phuket. Ihr seht selbst, hier bei dieser ja, Helmübergabe zur Sicherheit, denn Sicherheit steht auch hier an erster Stelle. Selbst da sind die Fotografen am Start und machen ihre Fotos. So, wir warten jetzt, dass sich das Event in Bewegung setzt und mal schauen, was hier los ist. Und man denkt da nichts Böses, läuft durch Patong und wen sieht man? Den Harry. Harry, servus. Ja, Pico, servus. Was treibt denn dich hier nebenher? Irgendjemand aus Caron hat gesagt, Pico, komm mal hier nach Patong, da ist heute ein Harley-Davidson-Treffen. Gell? Wenn ich dir gestern wieder nicht gesagt hätte, wärst du dann verschlafen, dann wärst du wieder hängen geblieben. Wäre ich wieder auf meiner Couch hängen geblieben, aber ich muss dich kurz unterbrechen, weil zumindest die Pferde und die Fahneläufer setzen sich in Bewegung. Geht das ganze Event jetzt los? Harry, hast du so ein bisschen Einblick, was ist hier heute geplant? Ja, also von hier neben aus laufen sie jetzt runter an das Festivalgelände. Das ist ja ungefähr so 500 Meter auf der linken Seite direkt am Strand. Das waren jetzt also die ganzen Farben von den Harley-Davidson-Leuten, die hier neben an dem Treffen teilnehmen. Du siehst, Deutschland ist auch vertreten. Und ich nehme an, dass die, der Troster mit den Motorrädern dann auch vorgeht an das Gelände. Also Wahnsinn, wir waren schon vorne gewesen, ist wunderbar. Dann, wie gesagt, warten wir mal ab, was jetzt hier genau passiert. Und ja, ich bin gespannt, die Polizei setzt sich auch ins Auto. Ich denke, jetzt geht gleich der richtige Krawall. Und in dem Moment passiert es auch schon. Los! Spannend wie beim Formel 1 Rennen. Wer geht hier auf der Pole Position rein ins Rennen? Also, wie gesagt, jetzt haben wir den Ding aus. Wir stehen hier wirklich bei gefühlt 40 Grad. Immer noch. Der Abend kommt so langsam auf uns zu, aber immer noch sehr, sehr heiß hier in Phuket, auf Phuket. Und wie gesagt, aber Harry strahlt und wenn der Harry strahlt, strahle ich auch. Und schauen wir mal, was gleich hier los ist. Gestern Abend war schon geil gewesen. Gestern Abend hat Job to Do aufgetreten hier. Es war wahnsinnig schön, nur leider hat es angefangen zu regnen. Der hat ungefähr 5 Lieder hat er gespielt. Und dann hat es geschüttet hier neben in Patong seit 3 Monaten. Das war wirklich sehr, sehr schade. Aber heute Abend spielen auch noch 2 gute Bands und schauen wir mal, was kommt. Schauen wir mal. Und jetzt bewegt sich hier alles nach vorne und ja, ihr seid live dabei.
Wahnsinn, was hier für Motorräder unterwegs sind und für eine Lautstärke. Ich hoffe, du kannst es lautstärkemäßig mithalten und unseren Zuschauern mal so erzählen, wie ist das so der Eindruck? Also das geht ja, ich bin wie gesagt kein Motorrad-Fanatiker, ich habe keine Harley-Davidson, aber ist schon geil, oder? Aber wenn du so einen Sound hörst daneben, da stellen sich schon ein bisschen die Herle da, schau hin, die stehen immer noch. Also das ist aber Wahnsinn, ne? Wenn so eine Harley daneben so richtig volle Kanne daneben Gas gibt, das ist schon, da brummt schon der Bauch, ne? Du bist ja auch leidenschaftlicher Motorradfahrer, du hast zumindest eine große Honda, mit der du hier ganz Thailand mehr oder weniger schon abgefahren bist, zumindest viele geile Ecken schon erkundet hast. Wäre so eine Harley für dich auch mal interessant? Vico, ganz ehrlich, nee, weil, weißt du, die kleine Honda, wo ich habe daneben, mit der kommst du überall hin, da kannst du mal am Strand fahren, mit so einer Harley daneben, das ist was, ja, das ist ein Just-for-Fun-Gerät. Aber für mich hier in Thailand, nee, wirklich nicht. Ja, und vor allem, wenn du mit so einer großen Harley unterwegs bist und die Polizei dich immer auffällt, passiert ja dann wahrscheinlich auch des Öfteren mal, fällt natürlich auch auf, dass du ohne Führerschein hier rumfährst. Mit der kleinen Honda kann man da ab und zu mal so ein bisschen durchmogeln. Genau, ganz genau. Ich fahre jetzt schon seit über 2 Jahren ohne Führerschein, also alles im grünen Bereich. Nicht wirklich wahr, er hat sogar einen Teilführerschein, haben wir ja in einem von der anderen Videos auch schon drüber berichtet. Jetzt würde ich sagen, Harry, folgen wir mal dem ganzen Tross und schauen wir mal, was da losgeht. Ich denke, da wird es heute eine große Party geben und da nehmen wir euch jetzt natürlich mit. So, wir sind jetzt dem Tross mal gefolgt und kommen jetzt hier zur Hauptbühne. Da laufen wir jetzt mal hin. Harry, folge mir unauffällig. Und hier ist eine Riesenbühne aufgebaut und hier scheint heute richtig die Post abzugehen. Ich denke, wir müssen ein bisschen lauter sprechen, dass die Leute uns auch noch hören. Kein Problem. Also hier geht heute Abend mit Sicherheit was ab. Also gestern, wo Job to Do gespielt hat, da war vielleicht ein Drittel von Equipment hier neben auf der Bühne. Ja. Ihr werdet jetzt dann gleich sehen, was jetzt drauf ist. Also da geht heute Abend bestimmt der Bär ab nochmal. Und du gibst dir heute Abend dann so richtig die Party oder was ist angesagt? Der habe ich mir gestern schon gegeben, Pico. Der große Vorteil hier neben ist, du kriegst keinen Alkohol. Verstehst? Also hier laufen keine besoffenen Typen hier neben durch. Das ist ein Public Event hier, gibt kein Alkohol. Hi, grüß euch, servus. Wobei, Phuket, Thailand, ist ja gar nicht mehr so auf Alkohol aus. Hier wird ja gekifft, bis der Arzt kommt, an jeder Ecke. Das ist ja mittlerweile eigentlich so die Droge Nummer 1, oder? Genau, gang und gäbe, genau. Hat Job to Do gestern auch gesagt, fand ich mega geil. Sagt er, hey Leute, macht euch nichts raus, es gibt kein Alkohol, aber dafür könnt ihr Marihuana rauchen. So weit sind wir noch nicht, aber jetzt zeigen wir euch mal die Bühne und der latschen nochmal vor. Ja. ครับเพื่อเป็นแทนกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนใช่ครับโดยโอกาสนี้นะครับเรียนเชิญคุณตั๊นะฮะจากทางสยามเดลวิทนะครับคุณตั๊หรือคุณเกศครับได้มอบรางวัลให้กับสาวงามนะครับทั้ง 7 ท่านด้วยนะครับเรียนเชิญครับหมายเลข 11น้อง Unser Favorit ist raus. Get the third place for Miss Phuket Bike Week 2023. Sag mir doch. Okay, ha. Phuket Chapter Thailand. นี่บนเสื้อของพี่แดนนี่ Aber die ist doch jetzt nicht die Nummer 1. Doch, nein? Das ist die Miss Phuket Bike Week. Ja, was mit den anderen? Ja, das sind die Loser. Das kann doch eine die schönste sein. Das ist ja die schönste. Hier, look, der Winner. Ne, die zweite. Oh, Harry. Oh. Am Schluss wurde der erste gekürt. Du bist ein bisschen neu, ne? Rang Chanelert, Andock Song, ne? Die sollte doch gerade noch einmal hier nehmen. Das wäre doch mal. Also das war unser Favorit. Ja, also jetzt geh nach Hause und das ganze Event ist für den Arsch. Den Scheißdreck gehe ich aber hin. Scheißdreck darf man nicht sagen. Wenn man bei YouTube wieder zensiert. Und ab dabei, ne? Rangwan Rong Chanelert, Andab 1. Mein Leg. Noch Lucien! Lucien Walter! Noch Claudia! Claudia Bolsonaro!
Asia. Alright, Made in Flex นะคะส่งเข้าประกวดค่ะสองโมงเลยสองโมงรับสองคันจะมาเลยนะคะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะPickle, das ist gemein, oder? Sortbombe. Du kriegst mit zwei Pokale und die anderen gehen näher heim. Das ist doch scheiße. Aber eine ist ja noch über. Jetzt ist vorbei. Nein, die letzte ist doch die erste. Ja, schau an. Oh Gott. Ivan. Die Nummer 2 ist doch dann die Nummer 1, oder nicht? Bei den drei weiß man nicht, was sie machen. Also, liebe Zuschauer, wir sind hier total aus dem Häuschen. Wir blicken überhaupt nicht mehr durch und das ist... Ja, wir warten einfach mal ab und jeder rennt hier jetzt hier vor die Kamera. Okay. And here's the winner, Claudia. Claudia, hi. Yay. Yes, Claudia. Claudia Krause. Yeah. How do you feel? I'm very excited and stoked to be here and actually to win this bike week. Okay. What do you think about the event today? You like it? Actually, absolutely. Actually, I joined Miss Bike Week before, like about 8 years ago. Okay. So it's an annual yearly thing that happens and like people from all around the world come to celebrate and enjoy the event with like beautiful bikes and enjoy the view by the beach as well. So not a bad event at all. Are you from Phuket or from where are you? I'm from Phuket. I was born and raised here, but my mom's Thai and my dad's German. Okay, and what is the next event? What do you want to do? Next event? I'm not sure yet. We just passed Songkran and I was looking forward to Bike Week Phuket. I'm not sure soon. I think it's like the surf season, so that's something to look forward to in Phuket. Okay. Yes. Congratulations and all the best for the next event for them. Thank you. Thank you so much. Thank bye bye. Phuket aus Rand und Band, liebe Freunde, ihr seht hier Harley-Treffen auf Patong. Aber nicht nur Harley-Treffen, sondern Harley. 12 außergewöhnliche Schönheiten. Junge Thai-Frauen, die hier ja, mehr oder weniger um die Miss Patong Disziplin kämpfen, hätte ich jetzt fast gesagt. Hier ist der Gaffer schon wieder runtergelaufen. Und, aber jetzt gucken wir uns mal ein paar Motorräder an und ein paar Autos, was noch da ist. Ne? So schaut's aus. Ja. Aber für alle die, die sich immer Gedanken machen und sagen, Hauptsaison ist vorbei, warum soll ich überhaupt nach Phuket fliegen? Warte ich bis zur nächsten High Season? Nein, hier ist immer was los. Hier ist voll, wir haben super Wetter und ihr seht dieses Event vom Allerfeinsten. Also, und vor allem für Motorradfreunde, denke ich, ein absolutes Highlight. Optimal, optimal, wirklich wahr. Und jetzt werde ich überrascht sein, was noch alles zu sehen ist. Also, gehen wir, Backmas. Backmas. Dicker Schau. Ja, nicht ganz meine Preisklasse, aber wie gesagt, ich bin auch nicht der wirkliche Motorrad. Freak, aber ganz ehrlich, die Maschinen, die schauen schon geil aus, oder? Ja, super. Und Pico, weißt du, der Schönste ist, wenn du so eine Maschine kaufst, dann kriegst du das blonde Teil daneben auch mit geschenkt. Blonde Teil? Da vorne. Die ist doch grau. Ja, dann ist er grau. Ja, schaut euch mal das Ding hier an. Also wie gesagt, schon richtig geile Maschine am Start. Ist das jetzt auch eine Harley Davidson? Auch eine Harley, ja. Ja, okay. Super. Geil. Ah, Harry, das ist genau deine Abteilung, oder? Aber unfassbar, was das hier für geile Geräte sind. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon mal ein Hingucker wert. Fahren diese Dinger auch noch? Sind die ja, natürlich. Der ist noch warm, der ist gerade eben gekommen. Ist. Okay, unfassbar. Wahnsinn. Aber auch hier, ich erinnere mich an Mad Max-Zeiten mit Mel Gibson. Hast du den Film noch drauf? Ja. Das war doch so ein Fahrzeug, oder? Was so der letzte von den V8 oder wie haben Sie die Dinger genannt? Wahnsinn. Unfassbar geil. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und der fährt mit Heinekenbier.
Ja, also wenn jemals Benzin ausgeht, schönes Heineken und da läuft die Kiste wieder. Aber Deutschland ist auch vertreten, Tico, hast du gesehen? Da ein schöner 200er Benz. Ja, den schauen wir uns natürlich jetzt noch an. Cadillac, Buick. Jawohl. Und hier natürlich aus der deutschen Schmiede, sage ich mal, genau. Mercedes-Benz darf natürlich hier auch nicht fehlen. Kennzeichen ist natürlich kein deutsches drauf. Aber richtig tolles Auto. Aber man muss schauen, innen drin die Ausstattung, Leder, alles komplett noch restauriert. Also richtig, richtig gut. Wobei richtig du weißt, Harry, in der Oldtimer-Garage, wo sie meine Jeeps gemacht haben, stehen solche Raritäten ohne Ende. Also mit den Fahrzeugen bin ich jetzt mittlerweile also schon so ein bisschen abgekühlt, okay, weil ich so viele gesehen habe. Und auch noch geiler als der hier, wobei man es trotzdem sagen muss, richtig tolles Auto. Ja. Wunderschön. Und als hätte ich es gewusst, Harry, vorhin mit dem V8 oder wie auch immer, sind wir tatsächlich jetzt hier im Mad Max angekommen. Schau dir bitte das geile Teil an, wenn mich da mal einer hinlässt. Hammer, oder? Richtig geil. Ein Wahnsinnsgeschoss, also das würde ich mir auch mit nach Hause nehmen. Aber Honda hast du ihn, den letzten von die V8, jawohl. Jetzt, wenn uns gleich noch Mel Gibson über den Weg läuft, dann drehe ich hier komplett durch. Also Wahnsinn. Richtig, richtig geil. Super Geschoss und ja, absolut klasse. Hallo, speak English? Ja. Yeah. This is from the movie Mad Max or what? Yeah, I look for Mad Max. I lie long time ago and I knew. I give it. And the movie where is the help actor is Mel Gibson. Yeah, yeah. And have the car what he drives is the last from the V8, right? Yeah. And here all V8. Yeah. Yeah. They come here in Kabi or so. They come from my friend another one. Okay. Do together with them. Okay, and you can drive with this in the street also here in Thailand? Everywhere. Without problems? No problem. I not drive every day, I go only for the bike week. They keep free, no problem. Okay, and the police when stop you, what say the police? Make photos, make pictures. Yeah. I believe, I believe. Very, very nice. The engine from the Toyota Nissan V8. Okay. Yeah, and here. Nissan from Nissan Skyline. Okay. Yeah. Oh, very, very nice. Okay. Thank you so much. All the best for you. Good morning, Cap. So, Harry, jetzt kommen wir in die Abteilung, die wir vorhin kurz angesprochen haben. In Thailand die Legalisierung von Cannabis ja längst kein Geheimnis mehr. Und auch hier darf natürlich so ein Cannabis-Stand nicht fehlen. Wollen wir mal ganz kurz reinfilmen. Da seht ihr dann verschiedene Angebote von Keksen, die man sich reinziehen kann. Ja, die müsste ich mal mitnehmen, dann müsste man die Heike probieren lassen. Da kannst du an Weihnachten solche Kekse backen. Dann hast du wahrscheinlich ein richtig geiles Event am Abend. Aber echt toll hier und aber auch richtig schön gemacht. Also man muss das wirklich zugeben. Hier sind die Dinger schon vorgerollt. Also hier kannst du für relativ kleines Geld eine Tüte direkt dir mit nach Hause nehmen, beziehungsweise gleich hier anzünden. Also ja, wie gesagt, mit Alkohol ist hier nicht mehr so viel los, selbst in Flüssigform Cannabis zum Konsumieren. Also hier gibt es wirklich alles, was man braucht, wenn man sich wegknallen will am Wochenende. 250 Baht kostet eine. Wolltest du probieren? Ey? Nein, ich habe aufgehört zu rauchen, Pico. Ich fange wegen der Legalisierung niemals rauchen an. Sag niemals niemand, Freund. Nein. So, und ihr seht es vielleicht auch noch mal ganz kurz, also dieses Event findet direkt hier in Patong statt, wie gesagt, direkt am schönen Patong-Strand und vorhin ja schon mal ganz kurz gezeigt und jetzt sieht man es vielleicht noch ein bisschen besser, ein schönes Kreuzfahrtschiff hier vor Anker auf Patong und beziehungsweise vor Patong und ja, ihr seht Wasser, Sportaktivitäten, alles hier nach wie vor am Start. Also ausgestorben ist Patong und Phuket noch lange nicht. Und so wie es ausschaut, sind noch genügend Menschen noch hier am Start. Ne? Ja, doch, also ist wunderbar.
Du siehst, es ist immer was los. Es war immer was los, wunderbar, schön. Die Leute sind friedlich, heute Abend wird gefeiert, nachher kommen ja ein paar gute Gruppen noch und ja, toll, ja. Tolles Event. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Fiat und die Queen of Street, die dann gleich hier 45 Minuten Vollgas gibt und wahrscheinlich auch hier die Massen zum Beben bringt. Also wir sind auf jeden Fall immer total begeistert bei Fiat und ihrem Vater, die wirklich richtig geile Musik machen. Und mittlerweile ist er auch wirklich sehr, sehr bekannt in Thailand. Jeder kennt mittlerweile die Fiat und für ihr Alter Wahnsinn, was die da eigentlich für ein Pensum auch runterreißt, oder? Also ich habe sie ja jetzt bestimmt schon mindestens ein Vierteljahr, ein halbes Jahr vielleicht schon immer gesehen. Aber das Mädel, das wird ja immer besser. Also ist ja Wahnsinn. Nicht nur, dass es sich musikalisch weiterentwickelt, auch, ihr werdet es sehen, schaut das Mädel an, die ist bildhübsch, also top, wirklich klasse, schön. So, und wie ihr es von uns gewöhnt seid, haben wir natürlich auch mal wieder zwei Passanten befragt und ich freue mich ganz besonders, den Ivan, ich glaube, du kommst aus der Schweiz, hört sich zumindest so an. Und deine Lebensgefährtin, die O, hier getroffen zu haben. Ihr seid auch auf dem Event hier, auf dem Harley-Davidson-Treffen. Wahnsinn, oder? Wie empfindest du es hier? 2 Jahre ausgefallen, jetzt wieder da und jedes Jahr super. Also erlebst du es heute zum ersten Mal oder hast du es schon irgendwann mal gesehen? Schon immer hier. Was gestartet normalerweise war es mit so einem Kran. Jetzt haben sie es eine Woche und eine halbe verschoben. Und wie man sieht, die Leute kommen, alles super. Und heute Abend spielt Karabau und morgen Job to do. Gestern war auch Job to do, da habe ich gehört. Ja. Wir sind eher da wegen der Fiat, der Queen of Street. Kennst du die auch? Ja, aber nicht persönlich. Ja, ist auch nicht wahrscheinlich ganz so deine Musik, oder? Ja. Genau. Bist du selber ein Harley-Fahrer gewesen oder fährst du noch Harley oder Motorrad? Enduro-Rennen und Motocross. Okay, aber schon beeindruckend, welche Geräte das hier rumstehen, oder? Vor allem die Balance mit dem Gewicht und alles, das ist schon eine Kunst. Ja. Dann würde ich sagen, euch noch viel Spaß hier auf dem Event. War schön, euch getroffen zu haben und schönes Wochenende. Ja, danke. Und wir laufen uns bestimmt bald wieder mal über den Weg. Okay. Super, alles danke Gute. Tschüss. Servus, macht's gut. Ciao, ciao. Und jetzt wirklich sehr, sehr viele geile Motorräder gesehen. Aber das absolute Highlight, das wird ihr nicht glauben, muss ich euch zeigen. Und das hat der Harry mitgebracht. Ein unfassbares Gefährt. Schau dir meine Honda Forza an. Ein Honda Forza. Ein drauf und einem Motorrad. Besser geht es nicht. Da kann mich die beste Harley, das beste alte Oldtimer-Mobil nicht reizen. Die gute alte Forza vom Harry. Genau. Genau Wahnsinn. Deswegen sind wir eigentlich heute hierher gekommen. And here my absolutely favorite. This is why I come to this event. This is why I live in Thailand and this is why I live in Phuket. Fiat, the queen of street. Hi Fiat. Yeah, hi. Fiat, long time I don't see you. We come always in the Phuket town, in the Sunday market, but you're never there. What do you do always? I always sing there. And tomorrow I go to sing there too. No, yeah. but we stay last Sunday. You don't was in the market. I sing only like every fortnight. So I sing like this week, next week I didn't come, and after next week I come this. You have your own single. Already. I hear it every day. How was for you and how is right now? How the people speak about your new song? What you have? Many people said, it's sounds very good because we work, in other country. So the sounds, everything is very clearly, and we work about it, very long times, like maybe half year, yeah. So we work hard and we hope that this song is going to be popular, yeah. You're always much more favorite. Everybody know you. Yeah. Many people come to us when we walk here in the Bangla Road or in Phuket and say, Phuket 24 hours. We know you from the video what you make with Fiat. How is for you? Many people come to you and want
photo picture with you or some things like this, no? Yeah, sometimes I feel like, you know, so excited because, you know, I don't know them, but they know me, you know. And they said, oh, I come from other country. I fly and come to Phuket to see you. I want to take a picture with you. I fly you for, you know, many, many days. I want to take a picture with you, something like this. So, you know, they made my day and I'm very happy. Yes, that I make them smile and happy when I sing and perform, yeah. A very big event today here in Patong with many, many motorbikes, Harley Davidson, and many, many crazy people here, but very, very nice. Yeah. And you have now a big event. You make 45 minutes here music. What kind of songs we can hear today? It's like pop rock, and pop, yes. Okay, and you're excited about the event? I'm a little bit excited because it's a very big stage and, you know, many people. Oh, and I can't wait to go to sing there. Just wait for them. Yeah, but I think you will rock the event and I don't want to bother you more right now than you have to make, I think, in the next minute start your gig. So have fun. Have a very, very good event and we see you next time in Phuket Town. Yeah, of course. Fear. Thank you so much. Thank you. An absolute geiles Event here in Patong bei der Harley-Davidson, bei der Bike Week. Bike Week oder wie auch immer man es formulieren soll. Freitag, Samstag, Sonntag hier Vollgas in Patong. Wir haben es mehrfach erwähnt und jetzt noch Fiat Queen on Street. Das Wetter spielt leider nicht mehr mit, der Regen setzt ein und ja, das ist ein bisschen schade. Trotz alledem, wir lassen uns die Laune nicht verderben. Und für alle die, die hier auf Phuket sind, schaut mal morgen noch vorbei, denn das Event ist auch noch morgen am Sonntag. Und ihr hört den Donner im Hintergrund, wir müssen jetzt langsam mal unseren Roller suchen und dann uns auf den Weg nach Hause machen und verabschieden uns mit dem Song von Fiat. You can have it all, ihr eigens geschriebener Song. Viel Spaß dabei und hier mit den Bildern des Tages. Verabschiede mich von dir, Harry. Ja, schön war's wieder. Wie immer, und wir sehen uns in den nächsten Tagen zum nächsten Video. Danke fürs Reinschauen. Liebe Grüße nach Deutschland, nach Franken und vor allem nach Nürnberg. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Servus, ciao. Servus. Bye, bye. Mm-hmm.